Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Geht's euch nicht auch manchmal so einen ganzen Vormittag, habt zueinander gewerkelt? Ich zum Beispiel habe jetzt wirklich 2 Stunden lang gebügelt. Ich mag jetzt nichts Aufwendiges mehr kochen. Bei mir gibt's heute eine Dorade aus dem Backofen. Da wird alles aufs Blech aufgekaut und ohne mich kann das ganze Rohr fertig brennen. Und ich kann mir mal 5 Minuten vielleicht hinsitzen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt sitzen wir ja noch nicht hier. Muss ja noch was vorbereiten. Für mein Dorade im Backofen, das Rezept ist übrigens von Lidl, brauche ich folgende Zutaten. Ich nehme jetzt statt der Zucchini, die ich jetzt brauche, Aubergine. Dann brauche ich noch Paprika, Rot, Gelb, Schalotten, Tomaten, Knoblauchzehe, Olivenöl, Honig, Salz, Pfeffer, Rosmarin, Zitrone und Doraden. Der Herd wird jetzt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Die Gemüse werden klein geschnitten. Als erstes haben wir die rote Paprika, dann die gelbe Paprika, die Aubergine, Karotte kann man auch nehmen. Tomaten. Schalotten. Und Knoblauch. Das Gemüse wird jetzt gesalzen, gepfeffert, ein bisschen an Rosmarin gebe ich dazu, an Honig und Olivenöl. Das wird nun vermischt. Dann kommt das Gemüse auf ein Backblech, das wir mit dem Backpapier ausgelegt haben. Die Doraden, die habe ich jetzt schon gewaschen und ihr müsst auch schauen, denn die haben oft nur Schuppen. Die müsst ihr runter da, und zwar so runterschaben und gründlich waschen. Nun schneide ich von jeder Seite 3-mal in diese Dorade rein. Dann die Doraden kräftig salzen und pfeffern. In den Bauch der Dorade kommt jetzt eine Zitrone rein, vielleicht so rum besser, und ein Sträußchen Rosmarin. Nun legen wir den Fisch auf das Gemüse. Und der kommt jetzt einmal für eine Viertelstunde ins Rohr, danach müssen wir ihn abdecken. 15 Minuten sind jetzt vorbei, jetzt müssen die Fische mit Alufolie abgedeckt werden, damit die nicht austrocknen. Und nochmal 15 Minuten werden sie jetzt weitergegart. Eine halbe Stunde ist nun vergangen. Die Fische sind natürlich jetzt nicht braun und rösch von außen, sondern sind ein bisschen weich und so. Und jetzt muss man schauen, ob die auch durch sind. Aber das wird bestimmt sein. Aber die Probe machen wir jetzt. Und zwar kann man hier die Flossen entlang da ziehen, und wenn das leicht rausgeht, ist es durch.
die Doraden auf den Teller rausschmeißen und mit dem Ofengemüse servieren. Und so schaut's aus, wenn's fertig ist, unsere leckere, leichte Dorade aus dem Backofen. Viel Spaß beim Nachmachen. Viert euch!